Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen mit einem Blick auf das Müllproblem, was wir in unserer Stadt haben. Denn diese Mülldeponie ist nicht in der Lage, den Müll, der in der Stadt anfällt, zu verarbeiten. Wir sehen hier die Müllberge, im Hintergrund noch unsere beiden Kohlekraftwerksblöcke. Da müssen wir jetzt was tun, damit wir den Müll verarbeitet bekommen, auch dass die Müllberge abgearbeitet werden. Und das Einzige, was geht, wir gucken noch mal eben rein in die Übersicht zur Abfallwirtschaft. Wir sehen, wir müssen 419 Tonnen pro Monat verarbeiten, schaffen 104. Das ist nämlich diese eine Mülldeponie. Und das, was nur geht, ist, dass wir weitere Mülldeponien errichten. Das Geld dafür haben wir. Also, wir werden hier eine Mülldeponie direkt gegenüber installieren. Da werden wir einiges an Industrie verlieren. Das ist leider Gottes der Preis, den wir zahlen müssen. Ich werde hier nochmal das Gelände einebnen, damit wir hier, kriegen hier sogar noch eine weitere. Ne, da passt nichts mehr hin. Aber die können wir schon mal platzieren. So. Die braucht jetzt aber keine Lagerstätte, deswegen bleibt das relativ klein. Das ist Nummer 2. Und dann brauchen wir noch mal einen Doppelblock, denn jetzt schaffen wir es. Wir gucken noch mal rein. Also jetzt schaffen wir 206. Das können wir gleich noch erhöhen, indem wir das Budget nach oben ziehen. So, und ich glaube, wir werden dann hier auf dieser Seite, die Parkplätze werden ja sowieso nicht so wirklich genutzt, auch noch mal eine platzieren. Wir sehen, dass wir haben hier die Möglichkeit, da uns ein bisschen Platz zu verschaffen. Auch hier die Buchenstraße. Relativ könnte man hier hinten gucken, aber auch da passt nichts hin. Ich glaube, das machen wir dann hier vorne, dass wir hier das abreißen wollen. Wir werden vielleicht, damit es nicht ganz so verschenkt ist, diese Parkplätze verlegen. Nochmal, wo haben wir denn nochmal Bedarf an Parkplätzen? Vielleicht hier vorne in der Nähe des Schulzentrums. Da müssen wir dann auch gleich nochmal gucken. Wir werden die erstmal hier vorne. Da ist noch dieser Fußweg, aber den können wir vielleicht gleich nochmal setzen. Aber wir setzen hier nochmal eine Straße hin. Hier ein großer Stau. Achso, macht er nicht, weil hier der Fußweg ist, dann entnehmen wir den und werden dann hier diesen kleinen Parkplatz dann hier vorne platzieren. Das kostet noch mal 2.500. Okay. So, und der große Parkplatz, was kostet das denn, wenn wir den bauen? 35.000, naja, den will ich auch nicht verschenken. Den platzieren wir dann erstmal irgendwo, wo er uns nicht weiter stört. Machen das hier an der Parkstraße, wenn er da eine Stelle findet, die einigermaßen gerade ist. Kostet uns 8.000, okay. Was haben wir da? Da brennt es. Ah, okay. So, und diese ganzen Gebäude müssen alle weg. Das reißen wir alles ab, platzieren dann hier. Na, da passt es hin, wenn dieser Straßenzipfel, der ist offensichtlich nicht gerade. Wir müssen auch hier noch mal etwas einebnen. Das hier hinpassen, da fehlt noch ein kleiner Zipfel an der Elisabethstraße und wir können dann nämlich hier diese Straße
weiterziehen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das reicht aber immer noch nicht. Jetzt haben wir 300. Jetzt können wir 300 Tonnen verarbeiten. Dann brauchen wir noch mehr. Dann können wir vielleicht. Ja. Wir werden hier an die Elisabethstraße auch noch eins setzen. Dazu müsste die Beethovenstraße leider verschwinden und diese Gebäude auch abgerissen werden. Ja. So, die brauchen, wie gesagt, keine Verarbeitungsflächen. Das ist der erste Schritt und dann werden wir hier noch diese Sondermüllsammelstellen installieren. Das kostet uns nochmal 25.000. Die können wir hier innerhalb dieser blau markierten Kreise setzen, dass wir hier auf der Seite der Elisabethstraße das machen. Also auch hier werden wir nochmal das Gelände anheben und dann unsere Hauptmülldeponie auch immer noch ein bisschen mehr. Wir müssen hier so weit wie möglich an die Stadtgrenze kommen. Das sollte jetzt aber passen. Gut, und dann halt nicht eine neue Deponie, sondern eine Sondermüllsammelstelle. Man stellt sich die Frage, was ist das hier an Müll, der bei den Kraftwerken anfällt? Das ist natürlich einfach klar, der normale Industriebüromüll will ich ihn mal nennen. Aber es fällt auch noch Asche an. Kommen wir gleich zu. So, bei den Dienstleistungen fahren wir jetzt hier bei der Müllverwaltung das mal auf 150%. Und jetzt sollte es doch hoffentlich passen. Gucken wir noch rein. 529 Verarbeitungsmenge und 411 Tonnen fällt an. Das heißt, da haben wir ausreichend Puffer. Das ist doch prima. Jetzt müssen wir noch mal gucken, was jetzt hier. Jetzt verlieren wir hier gerade wieder viel Geld. Und zuverlässiges Postwesen müssen wir uns umkümmern. Also hier fällt jetzt Asche an. Klar, durch das Verbrennen der Kohle. Das ist nicht so, dass man die einfach auf die Müllkippe kippen kann, verarbeiten kann. Aber das ist das, was dann dort genutzt oder entsteht. Dass wir dort auch noch Sondermüll haben, weil diese Asche natürlich auch noch belastet ist mit Schwermetallen im Zweifelsfall. Also alles das, was in der Kohle noch drin ist an Stoffen, das muss natürlich einmal, muss es beim Verbrennungsprozess gefiltert werden, also Schwefeldioxide oder sowas muss dann alles rausgefiltert werden. Ansonsten entsteht hier halt, wir würden ja noch größere Umweltverschmutzung entstehen, doch der erste Mülleimer ist verschwunden als Warnsignal und da vorne fuhr gerade der zweite Müllwagen. Ja, das sollte passen. Also von daher, die Asche, die anfällt, die muss auch noch behandelt werden. Das sind gar nicht so ganz so kleine Mengen. Also mal zum Vergleich, das ist deutlich mehr und um Vielfaches als was an Solarmüll oder Photovoltaikmüll anfällt. Also das sind Größenordnungen, die dazwischen sind. Deswegen, also wenn man über die Photovoltaik schimpft und sagt, oh Gott, die ganzen Solarzellen oder Solarmodule, die als Müll anfallen, die sind doch kein Sondermüll. Das hier, diese Asche ist deutlich umfangreicher. So, wir verlieren Geld. Was ich noch machen kann, ist, um Geld zu sparen. Wir sehen das hier beim Strom. Wir produzieren, wir brauchen gar nicht so viel. Jetzt gucke ich gerade mal im Budget. Eigentlich müssten wir ja 40... produzieren. Wir können hier eigentlich runtergehen auf 80. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt muss hier nochmal ein Müllauto kommen und den Müll abholen, denn dieses Kraftwerk arbeitet halt gerade nur bei 40% Effizienz. Auch das ist wichtig, ne? Dass, also wenn das Kraftwerk oder es hier Probleme gibt, dann funktionieren die nicht. Die werden jetzt gerade halt ihren Müll nicht los.
Ich hoffe, dass jetzt gleich mal hier ein Müllauto kommt und uns mit den Müll abholt. So, wir haben Beschwerden, dass das Postwesen unzureichend ist. Auch darum kümmern wir uns. Wir haben hier ein kleines Postamt. Das werden wir jetzt platzieren. Wir haben hier an der Weitenstraße, das könnte man hier vorne vielleicht platzieren. So, und dann brauchen wir Briefkästen. Wir sehen hier an den Farben, wo eine unzureichende Abdeckung ist mit Briefkästen. Wenn man hier vorne an dem Schulzentrum, vielleicht ist das ganz gut, einen Briefkasten setzen. Hier entlang der weiten Straße, wobei die Abdeckung da schon ganz gut ist, aber das kann ja nicht schaden. Wir haben hier an der Meisenstraße noch ein und dann hier in unserem Stadtteil hier vorne. Das platzieren wir hier natürlich in unserem Rondell. So, dann ist hier noch auf der, das ist die Schillerstraße. So, und dann haben wir hier noch einen. Dann ist hier auch alles abgedeckt und brauchen wir noch im Industriegebiet. Zwei Briefkästen. Na gut, die brauchen es dahin, glaube ich, keinen eigenen Briefkasten. Gut. So, jetzt ist der Müll hier immer noch nicht abgeholt. Das ist jetzt aber echt ärgerlich. Das kann ich auch leider nicht priorisieren. Das würde ich gerne machen, ist aber ärgerlich. Und das führt dazu, dass jetzt gerade Geld verlieren, weil natürlich das Kraftwerk hier nicht produziert. Wo sind denn jetzt die Müllautos unterwegs? Ja, das ist ja wirklich ärgerlich. Denn wir müssten ja eigentlich ausreichend Müllfahrzeuge haben. Was ist jetzt hier mit dem hier? 4 von 20. Aber jetzt, dass wir jetzt hier Geld verbrennen, finde ich jetzt aber sehr unglücklich. Gucken wir mal nach hier, ob denn die Müllberge, also 6 von 7 Tonnen sind, haben wir an Lagerkapazität, das passt eigentlich ganz gut. Das passt. Das muss wirklich, schade, dass das hier nicht richtig priorisiert wird. Ein Auto, Kipplaster. Ja gut, der fährt jetzt einfach nur hier vorne hin. Aber es gibt kein Müllauto, was dahin fährt. Denn wir verlieren im Moment einiges. Da fährt einer. Na gut, wir lassen mal schneller laufen und beobachten es jetzt hier mal eben, wie lange das dauert. Da ist es passiert. Der kleine Müllwagen hier hat 20 Tonnen Müll. Wir sehen, es ist grün und jetzt müsste gleich auch das Budget wieder hochgehen. Behaupte ich jetzt mal, weil das Kraftwerk jetzt nämlich wieder mit voller Effizienz gleich fahren und produzieren kann. Das dauert ja glaube ich ein bisschen, bis das hier durchschlägt, denn jetzt müsste hier beim Strom, gucken wir nochmal rein, wir sind ja auf 80%, wir sparen etwas Geld. Das sollte eigentlich jetzt sich gleich in die richtige Richtung entwickeln. Warten wir das auch noch mal einmal ab. Ein Weg, den wir vielleicht nochmal gehen können, ist, wir haben jetzt ja doch die zu viel Verarbeitungspotenzial
Potenzial, auch die Mülldeponie, da ging gerade mal das Lämpchen an. Wir werden hier, glaube ich, nochmal das Budget wieder ein bisschen runtersetzen. Ich glaube, das ist noch ein Problem, dass wir zu viel machen. Wir gehen mal hier auf 130. Dann ja, das hilft. Wir verarbeiten ausreichende Mengen, verdienen jetzt minimal Geld. Ich glaube, wir können hier noch mal ein kleines bisschen runtergehen auf 120. Das sollte auch noch reichen. Das entlastet auch noch ein bisschen unser Budget. Und beim Strom, das ist so ein bisschen das Micromanagement, das man machen muss. Also beim Strom können wir noch ein kleines bisschen gehen, denn der Export bringt nicht so viel Geld. Vielleicht zu den Kosten, die wir haben. Also es ist spielmechanisch eher so, dass wir hier eine Autarkie erreichen sollten. Also auch hier können wir den Budget nochmal im Strombereich auf 75% runtergehen. Das war 70%. Schauen mal. Ne, 70 ist zu wenig. Also 76%. Was wir auch noch mal gucken können, ist dann jetzt, wo wir gerade hier das checken, die Wasser- und Abwasserbehandlung. Das sieht aber noch gut aus. Alles klar. So, wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? Mangel an Unterhaltung und zuverlässiges Internet. Bei den Steuern gucken wir mal. Besteuerung. Wir sind alle bei 11%. Das ist in Ordnung. Ja. Und wir machen jetzt gerade 200.000. Das ist doch prima. Wir können jetzt die Zeit nutzen. Also müssen wir tatsächlich jetzt einmal Geld verdienen, dass wir noch ein paar Lücken schließen und jetzt hier ein paar Parks bauen. Denn das ist eine weitere Beschwerde. Es gibt zu wenig Unterhaltung. -3. Das mit dem Internet müssen wir auch noch regeln. Ich möchte hierzu im Parkmenü mal die Parkpflege freischalten, die großen Parks und die Sportparks. Die großen Sportparks brauchen wir noch nicht. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier, also Sportparks, im Basketballplatz, den können wir vielleicht hier, da ist schon ein Park. Hier auch keine Häuser abreißen. Hier staut sich echt der Verkehr. Wir können vielleicht hier vorne auf der Seite ein Basketballfeld. Das hatte ich jetzt, damit die Leute da hinkommen, natürlich schon kitzlig an dieser Riesenstraße. Also können wir einfach platzieren, das ist richtig, aber das finde ich jetzt auch nur bedingt gut. Aber wirklich keine Lücken mehr. Ne? Vorne hätten wir noch eine. Das Gelände ist anspruchsvoll. Da haben wir noch was. Da passt der rein. So, hier kommt der Basketballplatz hin. Dann können wir hier vielleicht noch einen kleinen Park. Ein kleiner Spielplatz. Winziger Stadtpark. Kostet uns der. Ja. So. Das ist doch schon mal gut. Das gleiche brauchen wir jetzt hier auf dieser Seite. Da brennt es auf dem Behelfsparkplatz. Okay, da brennt ein Auto. Nee, da brennt das. Da brennt das Häuschen. Oh, sehr schön. Also wir brauchen hier auch noch Parks auf dieser Seite. Diese großen Parks, die
platzieren wir irgendwann später. Also wir brauchen hier vorne an der Ringstraße, Meisenstraße, wobei der Friedhof zählt ja nicht dazu. Kommen wir vielleicht auch nochmal ein Skatepark. Oh, der ist aber groß. Den können wir vielleicht hier vorne an die Meisenstraße setzen. So, wir brauchen hier vorne an dem See. Der ist plötzlich relativ groß. Aber ob wir den hier an diese Straße gesetzt bekommen, hier geht es ja dann irgendwann mal weiter. Und dann auch noch ein paar reguläre Parks. Die Schulen können wir irgendwann mal erweitern, aber wir können jetzt hier an der Feuerstraße, also hier setzen wir einen kleinen Spielplatz hin. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Stadtpark. Wer braucht denn noch einen? Hier vorne brauchen wir noch einen. Vielleicht können wir hier noch den Lückenschluss machen, hier rum. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Das ist gar nicht schlecht. Wir können dann, was, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen das Gelände so anpassen, dass wir hier wieder ein paar Gebäude hinsetzen können. So, das Spiel kennen wir ja schon. Bedarf haben wir ja. Das wären dann hier schmale Gebäude. Oh, das ist ja nicht schlimm. Wir sehen auch, dass sie sofort entstehen. Dann setze ich jetzt hier in die Mitte unseren Park. Am Kreisverkehr mag er das nicht. Wobei brauche ich hier überhaupt einen Kreisverkehr? Denn hier endet diese Hauptstraße ja einfach. Und dann setzen wir hier ganz reguläre Gebäude hin. Können auch noch dem Bedarf nachkommen. So, was ist hier passiert? Okay, unsere Feuerwehr kommt nicht mehr hinterher. Wie wir sehen, wir haben auch nur eine Feuerwache, aber das sollte doch eigentlich. Das ist halt orange, ne? Das ist. Aber wir haben kein Geld dafür, ne? Die Feuerwehr 120.000. Das ist echt. Problem, ich werde das nachher so machen. Ich werde das Spiel einfach noch eine Zeit lang laufen lassen. Und jetzt verdienen wir ja gerade Geld. Und wir müssen einfach mal Geld verdienen. Ich mache dann einfach mal im Timelapse-Modus. Lasse ich es einfach mal laufen. So, das müssen wir jetzt aber hier entfernen. Gut, wir machen weitere Lückenschlüsse. Wir haben hier gemischte Wohngebäude, das möchte ich auch machen, aber. Klein, denn sonst werden die hier so riesig. Wir können dahinter, das finde ich eigentlich ganz charmant, Parkplätze machen. Da kommen wir durch, das ist gut, aber wir werden jetzt hier erstmal. Jetzt machen wir nur zwei reich, die werden nämlich sehr groß, diese. Gebäude, das gleiche hier auch. Entlang der Mondstraße, das ist ja quasi unsere Hauptstraße. Und die Teichstraße zu unserem Wasser, zu unserer Wasserpumpstation, die können wir eigentlich auch upgraden.
Also wir haben hier, da werden wir sowieso nichts dran setzen an dieser Hauptstraße. Dann werden wir hier vorne. So, und dann machen wir Folgendes, wir unterbrechen das mal ganz kurz, damit hier die Zonen entstehen. Wir können nämlich dann hier Wohnhäuser mittlere Dichte, die sollen jetzt quasi hier im Hintergrund entstehen. Auch zwei reichen nur, damit die auf der Seite der Stadt nicht so riesig werden. Da machen wir dann Doppelreihe. Müssen dann natürlich noch durchkommen. Und wir brauchen jetzt hier unsere Gasse. Das machen wir so. Hier entstehen sofort die ganzen Gebäude. Und ich möchte jetzt hier hinter, da müsste noch mal ein Parkplatz reingeschummelt bekommen, zumindest einen kleinen. Da nehmen wir auch hier so eine Gasse. Und dann, jetzt hatten wir doch vorhin noch einen Parkplatz irgendwo hin platziert. Der ist zu groß natürlich. Und der andere hier vorne, den müssen wir neu errichten. Okay. Kostet 5000. Gucken wir jetzt mal, ob ich den hier reingefuscht bekomme. Nee, das ist er zu groß. Dann brauchen wir da einen kleinen Parkplatz. Also das ist sicherlich ganz sinnvoll. Wir schauen, was wir jetzt hier noch haben. Also der kleine Parkplatz passt nicht. Bescheidener Parkplatz. Oder gibt doch diesen breiten. Na, der ist wirklich zu breit. Schade. Dann kriegen wir wahrscheinlich zwei von denen hier hin. So, wir brauchen offensichtlich dringend Feuerwehr. Da brennt das nächste Haus. Und offensichtlich kommt unsere Feuerwehr nicht hinterher. Und wir gehen dann von hier aus hier durch. Und haben hier quasi dann nochmal den Anschluss an das... Zebrastreifen, dann können die Leute mich dann hier direkt durchlaufen. Da fahren sie mal mit ihren. Das ist ja lustig, dass sie dann hier mit ihrem Anhänger reinfahren. Der Anhänger dann verschwindet. Ja. Könnt ihr hier vorne auch nochmal einen Parkplatz. Das ist halt das so ein spielmechanisches Problem, dass man natürlich eigentlich viel mehr Parkplätze definieren müsste. Das sollte ja schnell wieder entstehen, wenn wir jetzt hier noch einen Parkplatz platzieren. Ja, okay. Und dann haben wir hier vielleicht diese Breite. Nein, der ist sehr groß. Also groß heißt sehr ausladend. Ja, die werden sofort, wenn man sieht das hier, und hier verdienen wir sogar Geld, ne, an der Stelle. Hier haben wir einen Verkehrsunfall. Ah, wir sind ein lebendiges Städtchen. Das ist gut, das gibt uns nochmal Geld. Wir schauen nochmal rein. Geschlossene Wohnanlage. Ja, okay. Also, was passiert jetzt? Jetzt ist hier... 6000 ist gut. Also, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt hier nochmal im Timelapse-Modus auch noch ein paar Stadtteile definieren. Namen machen wir dann in der nächsten Folge. Aber ich lasse es mal schnell laufen, damit wir hier, wenn wir sehen, einen riesigen Bedarf an allem, außer ein Büro. Ich möchte aber gerne, dass wir... was ist hier? Die Polizei kommt jetzt hier nicht hinterher, oder was ist jetzt hier los? Oh, jetzt hat sich's
erledigt. Ja. Okay, irgendwann müssen wir auch mal unseren Busse kümmern, aber auch das können wir uns alles nicht leisten. Ne? Das ist alles schwierig. Wir werfen einen letzten Blick auf das Müllproblem. Interessanterweise, okay, der Müll, das Müllaufkommen geht rauf. Nur komisch, dass hier die Verarbeitung nicht dazu führt, dass der Müllberg schneller abgebaut wird. 56 Tonnen. Wir müssten eigentlich pro Monat 30 Tonnen abbauen. Aber gut, Monat dauert ja auch relativ lange hier im Spiel. Also, ich lasse jetzt im Timelapse-Modus das Spiel weiterlaufen, damit wir mal ein bisschen Geld verdienen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Stadtteile definieren und verabschiede mich an dieser Stelle aber schon einmal. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.